Sag mal, Pupsi, wo sind wir jetzt hier? In? Nix Schleiz. Schleiz ist die größere Stadt. Wir sind in? Keiner weiß, wo wir sind. Das ist genial. Moment. Wir müssen gucken. Guckt ihr mal da. Das ist Pupsi und Marie. Ne? Das bin ich. Moment. Gleich kommt eine Anmoderation. Vielleicht. Haben wir noch Anmoderation da? Geroldsgrün. Kennt ihr Geroldsgrün? Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben einen Vlog, weil Pupsi hat Urlaub gebucht. In, keiner wusste wie, was, wie, wo. Das Navi hat gesagt, fahr mal da lang, jetzt sind wir angekommen. Die zwei machen mal ganz kurz einen Spaziergang, dass ich euch heute zeigen kann, wie es hier aussieht. Ich mache ja immer so eine Roomtour, wenn wir irgendwo ein Hotel oder ein Apartment haben. Wir sind jetzt hier reingefahren auf diesen Hof. Hier ist ein Hof. Da ist meine Karre. Ne? Die ist jetzt nicht mehr silber, weil die silberne hat einen Motorschaden. Das ist jetzt so. Und hier kommt ihr rein. Da ist ein Strandkorb und ihr dreht euch um. Und hier hinten ist ein ganz großer See oder irgendwas. Das sieht alles erstmal nicht so spektakulär aus. Aber ich habe hier einen Schlüsselbund. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz die Garage zeigen. Denn wir haben hier so eine Garage, da tust du hier so deinen Schlüssel rein. Ne? Ganz chillig, wenn das funktioniert. Digga, Bruder, es funktioniert nicht. Der hat mich gelinkt. Es funktioniert wirklich nicht, weil das der Mülltonnenschlüssel ist. Oh mein Gott, ich habe keinen Garagenschlüssel. Verdammt. Pupsi hat den Garagenschlüssel mitgenommen. Ich kann euch die Garage nicht zeigen. Das sind ja eh nur Fahrräder drin und der Grill. Ich muss mal gucken, wenn Pupsi wiederkommt, dann kann ich euch vielleicht die Garage zeigen. Was haben wir jetzt aber hier? Hier haben wir erstmal Pflanzen. Pflanzen sehen immer gut aus. Pflanzen sind herrlich. Ne? Hier haben wir was? Noch mehr Pflanzen. Guckt euch das an. Urlaubsfeeling ist da. Die weißen Glocks immer am Start. Hier habt ihr einen Strandkorb. Setzt euch da rein, ihr habt Urlaubsfeeling komplett und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben sogar eine eigene Heimarena für Pokémon Go. Hier ist ein Innenhof, sieht auch eigentlich chillig aus, sehr einladend. Läufst du hier rein, kannst du noch abends hier irgendwie sitzen oder so, kannst du einen Regenschirm aufspannen, kannst dich dann einfach herpflanzen, abends noch gemütlich einrauchen. Da sind Liegestühle hin und her, hier können wir rein, hier ist die Tür, da steht Saaleland Apartments an der Sperrmauer 6, wenn ihr wissen wollt, wo das überhaupt ist. Saaleland Apartments an der Sperrmauer 6. Jetzt nehmen wir aber mal hier den Schlüssel. Versuchen jetzt mal da reinzugehen und euch mal zu zeigen, wie es da drin weitergeht. So, das ist ein Vorraum. Hier sind Muscheln. Das sieht gut aus. Da hat Marie gleich gesagt, da will sie eine ganze Schar mitnehmen. Ich habe schon zu dem Mann gesagt, die sind dann wahrscheinlich alle weg, weil Marie die alle mitnehmen möchte. Sieht eigentlich sehr stylisch aus, sehr edel. Dann habt ihr hier noch ein Welcome-Schild. Es hieß auch, hier hängt ein Schlüssel bei der Heizung. Das ist irgendwie der Schlüssel für das Bootshaus. Das sind auch Boote, Ruderboote und so. Wenn der hier hängt, ist ein Boot da und dann kann man sich den mitnehmen und kann ein Boot fahren. Das ist auch alles im Preis mit drin. Hier sind Äpfel, die sehen auch interessant aus. Die sind nämlich künstlich, merke ich gerade. Und deswegen sind die richtig stark. Die sind also immer da. Wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Also alles, was ihr hier macht, wenn ihr Fahrrad fahrt, ist im Preis mit drin. Hier sind Fahrräder bereitgestellt. Grillen ist mit drin im Preis. Die haben euch einen Grill zurechtgestellt. Steht, wie gesagt, in der Garage. Versuche ich euch dann nochmal zu zeigen. Wenn ihr Boot fahren wollt auf dem See, ist auch mit im Preis drin. Zeigen wir euch aber dann, wir laufen jetzt erstmal fix hier hoch. Jetzt wird es kurz dunkel. Vielleicht hätte ich einfach mal Licht anmachen sollen. Habe ich jetzt vergessen. Jetzt geht es automatisch an. Hier müsste irgendwo noch was rumliegen, was hier alles in der Umgebung so ist. Oh, ihr habt da Karte. Was es für Essen gibt oder was? Guter Start in den Tag. Süßes Frühstück, Wurzbacher Express, französisches Frühstück. Guten Morgen Frühstück. Käsefrühstück, Frühstück für zwei, Rührei Natur, Rührei mit Speck und Zwiebeln. Kannst du auf jeden Fall bestellen, kannst ja auch Frühstück essen. Hast hier ein Restaurant, 2020. Hast hier Sachen, die alle in der Umgebung sind. Stand-up-Paddling, seid ihr schon mal gepaddelt, ne? Im Stehen. Kannst du alles hier rummachen.
um den ganzen See rum, Stadt Saalburg, Ebersdorf, alles hier Thüringen immer noch. Wir müssen jetzt aber erstmal hoch, um euch das Apartment zu zeigen, wirklich, wie das aussieht. Dafür brauche ich diesen gummierten Schlüssel mit diesem schwarzen Gumminoppen außenrum. So, 6 und 7. Wir sind die 7. Wir gehen mal rein. So, und jetzt pass auf. Hier steht direkt gleich ein Ventilator in der Ecke, falls es mal zu warm wird, dass ihr euch da ein bisschen Luft reinfädeln könnt. Hier höre ich schon was. Marie war vorhin auf der Toilette, bevor wir gegangen sind. Ideal. Die Klospülung läuft immer noch. Das ist eine Wasserrechnung, das sage ich euch. Oder was ist los hier? Ich glaube, es hat sich wieder gefangen. Rams ist der Hausmeister, repariert alles, repariert jede Toilette. Ihr habt auf jeden Fall erstmal das Badezimmer. So, müssen nochmal raus. Das ist das Badezimmer hier. Steht eine kleine Tasche, ist wahrscheinlich auch von Marie. Habt da Handtücher stehen. Habt ihr hier natürlich eine Dusche drin, alles kein Problem. Hier Zahnputzbecher am Start, hier für den Föhn kannst du rein. Hast du da noch irgendwie Taschentücher, sonst was. Da ist ein dicker Mann. Das ist ein Spiegel gegenüber, wenn du rauskommst. Ist da dein Kleiderschrank, wo du Sachen reintun kannst. Hast hier einen Schrank, wo du eigentlich Sachen reintun kannst. Mach mal das Licht an. Das ist Privatsphäre, ne? Wie man sieht, ein großer Schrank. Das ist nämlich gut, dass sie ihre ganzen Sachen schon hoch haben, dass man die auch mal sieht. Und dann kommst du hier rein in diesen offenen Raum. Und das sieht jetzt richtig genial aus. Hier hat Marie ihre Sachen hin. Wir spielen nämlich immer Faxen-Mau-Mau oder Memory oder spielen in dem Eiskönigin-Buch. Da kannst du Sachen abstellen. Hier hast du wieder mal einen Spiegel. Hier kommt ein Nachttischschränkchen. Das sind 2 Betten für Pupsi und mich. Da ist noch ein Bett drin, da schläft dann das Kind. Ihr habt hier noch einen Tisch, ihr habt da noch eine Küche. Der Anblick daraus, der wird euch gleich komplett umhauen. Ich habe hier Pupsi so eine Packung Fred Ferkel mitgenommen. Hier haben wir hier noch Lorenz Snack Hits, richtig genial. Auf dem Tisch, seht ihr schon, als Willkommensgeschenk gibt es hier Schokolade. Da steht ein Toaster, da ist Müll. Da wurde getrunken. Hier die Pokémon-Armee ist auch am Start. Hier liegen überall Handys. Und damit ihr mir glaubt, dass wir wirklich eine Heimarena haben, das ist unser Standort. Das ist genau hier, wo wir sind. Und hier ist eine blaue Arena direkt vor unserer Nase, die man von hier aus erreicht. Und wenn man da drauf geht, sieht man, das ist Pumpspeicherkraftwerk Bleiloch. Die ist gerade blau. Die könnte man dann schön einnehmen über Nacht. Da ist auch gerade ein Rocketballon. Hier seht ihr, dass da daneben riesengroß einfach dieser See ist, alles ist blau. Ja, dann habt ihr hier weiter von der Küche, habt ihr einen Herd, ihr könnt das selber kochen, ihr habt eine Spüle, da haben wir uns selbst noch was eingekauft, haben hier ein bisschen was hingestellt, Obst ist da, ein bisschen was Süßes, habt hier oben natürlich eingerichtet noch, könnt ihr euch ein paar Zitronen auspressen, Gläser, Teller, könnt abends kochen, wenn ihr wollt. Da ist eine Backröhre, ihr könntet also sogar Pizza machen. Pizza im Backofen. Wir haben hier Besteck, sieht auch fein aus. Wir haben hier unten einen Schrank mit Töpfen und Pfanne ist dabei. Hier haben wir Müll. Ist schon voll, haben wir gleich voll gemacht. Hier haben wir den Kühlschrank. Es hieß, wir haben im Kühlschrank schon was dagelassen für euch. Könnt ihr ruhig ran, ist keine Minibar, müsst ihr nicht bezahlen als Willkommensgeschenk. Was denkt ihr, was davon jetzt schon drin war? Die Bebops habe ich mitgenommen. Habe ich gesagt, da kann ich mich mit Pupsi abends einmal raussetzen. Ein Sixpack sind für jeden 3 Stück. Jeden Abend jeder ein Bebop. Also am ersten Abend trinkt man 2, jeder 1. Am zweiten Abend, am dritten Abend, am vierten Abend sind wir schon wieder zu Hause. Fand ich ganz cool. Die 2 Flaschen waren schon drin. Höllensprudel. Das klingt brutal. Höllensprudel Medium. Und Höllensprudel Orange Kürbis Melone. Das war auch am Start, wie gesagt, hier mit Maries Platz. Hier schläft Marie, hier im Fernseher in der Ecke. Wir haben kurz bekommen fürs WLAN. Super Glasfaser, alles dabei, hat er gesagt. Hier habe ich mir noch was gekauft für abends. Katjes Tapsi, das sind Beeren. Und jetzt, wenn ihr aus dem Fenster guckt, seht ihr einfach diesen Anblick, weil da unten ist einfach der See. Und da sind Schiffe drauf.
Boote drauf. Und es geht hier drüben weiter und dort ist überall, kann man anlegen. Da ist wie Strand, das sind andere Sachen noch. Also das sieht auf jeden Fall mega fetzig aus, wenn man das jetzt so sieht. Könnt ihr noch mal so rausgucken. Da wollen wir dann noch hinlaufen. Das wollen wir euch mal aus der Nähe zeigen. Vielleicht fahren wir ja sogar mal Boot oder so. Vielleicht grillen wir sogar mal. Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt erstmal Pupsi wieder suchen, mir den Garagenschlüssel mal angeln und dann möchte ich euch gerne noch die Garage zeigen. Mal schauen, ob wir grillen. Alles, was wir machen können, wollen, wenn wir irgendwas einkaufen wollen noch oder so, ist alles irgendwie eine Viertelstunde entfernt mit dem Auto. Du bist hier wirklich ganz abgelegen, ganz ruhig, aber hast eine Heimarena. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das erstmal so auf den ersten Blick? Sieht's gut aus? Sieht's schön aus? Sieht's hübsch aus? Ist es voll die Bruchbude? Nö. Sieht eigentlich richtig cool aus. Alles hell, alles freundlich. Das passt. Das mache ich hier jetzt, mache ich auch auf. Das kippe ich gleich mal. Dass mir hier die ganze Tür entgegenfliegt. Das ist nicht gekippt. Das ist irgendwas zwischen Kipp und was anderem. Ich suche jetzt Pupsi und dann zeige ich euch gleich natürlich noch die Garage. So, in der Zeit, wo ich auf Pupsi gewartet habe, hat mir doch glatt ein Matter aufs Auto geschissen. Guckt ihr das an, was ist da denn passiert? Wir haben jetzt aber den richtigen Schlüssel für die Garage. Wir machen das mal auf. Da drückt ihr nämlich hier irgendwie so und dann geht die so vollautomatisch einfach so voll hoch. Und dann irgendwann, ich lasse das mal draußen, vielleicht kann ich mich ja selbst einsperren, wenn das einfach wieder runter geht. Erinnert mich gerade an den Fahrstuhl von Hibu. Da kommt auch ein richtig guter Reifengeruch raus, riecht schön nach Gummi. Und wenn ihr jetzt hier reingeht, sieht aus wie in einer alten Sporthalle. Ihr habt auf jeden Fall eine Tischtennisplatte, sonst was. Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Hier steht ein riesengroßer Gefrierschrank, der natürlich nicht angeschlossen ist. Da könnt ihr einfach nichts reintun. Gut, hier habt ihr Fahrräder, verschiedene Fahrräder. Jedes Fahrrad, was ihr hier seht, könntet ihr nutzen und könntet hier eine Fahrradtour machen oder durch die Gegend zelebrieren. Hier ist noch so ein Tisch fürs Grillen, weil hier sind die Grills. Alles kostenlos auch. Ihr könnt, hier steht Grillkohle bereit, hier ist auch Grillanzünder bereit. Ihr habt einen großen, den ihr hier rausstellt. Hier ist sogar noch ein kleiner Grill, wo siehst, der ist perfekt. Wenn man eine Runde an den Strand gehen möchte, dass man den mitnimmt und auch da unten grillen könnte. Sieht also eigentlich auch cool aus. Musst du auch nicht sauber machen, hieß es. Du kannst das, wenn du es benutzt hast, einfach dreckig wieder hier reinstellen. Der Hausmeister macht das jeden Tag sauber. Ich gehe jetzt wieder raus. Ich mache jetzt wieder das Ding zu. Ich guck mal, was jetzt mit den anderen ist und dann werden wir schauen. Wir müssen ja heute auch noch irgendwie was essen. Wir wollen ja dann mal da runterlaufen und gucken, wie es da unten aussieht. Und Pupsi hat gerade noch das mitgebracht. Jetzt dachte ich, das ist ja cool. Da weiß ich schon genau, wo wir essen. Das ist nämlich hier so eine Karte von Konrad Restaurant Café Deli. In, wo steht das? Das Konrad Elisenstraße in Schleiz. Jetzt ist aber das Problem, das zeige ich euch gleich, das Problem. Hier gibt es Hamburger, Cheeseburger, Pulled Beef Burger, Little Italian, Spring Bling. Was ich richtig cool fand, Easy Cheesy, frittierte Halloumi, Käsesoße, Salat, Tomaten, Gurke, karamellisierte Zwiebel, Oliven, Konrad Soße, Brioche Burger Bun. Auch wenn das vegetarisch ist. Hätte mich das mal interessiert. Hier gibt es sogar noch extra Toppings drauf. Jalapenos 1 Euro extra oder Durak Bacon, Guacamole, Blue Cheese, extra Käse. Die kannst du alle hier als Single oder als Double nehmen. Da hatte ich jetzt Bock drauf und jetzt haben wir gesehen, Öffnungszeiten Donnerstag, Freitag, Samstag. Und wir sind da Montag, Dienstag, Mittwoch und fahren am Donnerstag frühst dann wieder zurück. Wird also nichts, aber wir werden sicherlich was anderes finden und melden uns dann mal zurück, wenn wir ein Stück weiter sind. So, ihr könnt euch die Arena noch mal ganz genau zeigen. Hier ist nämlich so ein Schild, da steht extra drauf Vattenfall Hydropower oder Hydropower Pumpenspeicher Kraftwerk Bleiloch. Und da ist auch hier eine Turbine hier vorne, muss ich mal kurz hinlaufen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wieso ich immer so komisch rede und immer meine Stimme verstelle oder mir einen Akzent zurechtlegt. Das ist eigentlich total unnötig. Talsperre, Talsperre, ich verstehe ihr Talsperre, guckt ihr das mal an. Turbinenlaufrad aus dem Pumpspeicherkraftwerk Bleiloch. Gewicht 18.000 Kilogramm. Guck dir den fetten Oschi an. Und guck mal dahinter. Das muss ich auch noch kurz zeigen. Wir haben nämlich eh vergessen, den Schlüssel für die Boote mitzunehmen. Deswegen können wir jetzt eh kein Boot fahren. Achtung, Werksausfahrt. Aber das muss noch kurz mit drauf. Wasserkraftmuseum Ziegenrück. Einfach nur mal kurz hier hin.
Schiffskatapult hier, Schussanlage, wie irgendwas Natururin irgendwas sagen würde. Guckt euch das mal an. Hier alles Berge, blauer Himmel. Zack, da werden die Schiffe rausgeschossen. Spaß, ich sehe gar keine Schiffe. Aber alles hier eine Talsperre, eine Talsperre. Ich habe noch nie eine Talsperre gesehen. Was ist eine Talsperre? Schreibt es mal in die Kommentare. Nee. Natururin schon wieder dran, hätten wir jetzt gesagt. Da hinten können wir auf jeden Fall runterklettern und ins Wasser hopsen und dann war es das. Ich suche jetzt Pupsi und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Interessantes noch finden. So, wir sind jetzt hier die Treppe runtergelaufen. Hier ist wie ein Rastplatz, irgendwas. Hier ist immer Werbung, Achtung. Private Steganlage, betreten verboten. Wenn ihr runterguckt, seht ihr schon, da ist ein großer Steg. Das sind auch noch mal Boote, ganz viele Boote angelegt, GDA-Style. Ist halt weit weg, darfst du nicht runter, ist privat, aber hier ist auch ein Seglerhafen, Turbine Bleiloch, nur für Mitglieder. Hier gibt es viel zu sehen, wenn man mal wirklich die Augen aufmacht und nicht die ganze Zeit weiter rennt. So, jetzt sind wir da oben runtergekommen. Die sagen, es ist kalt, das habe ich mir schon gedacht, da bin ich gerade drüber gestolpert. Und hier haben wir jetzt unseren Bootsteg, wenn das einer ist. So ungefähr, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Es hängt ja ein Schlüssel für ein Boot da. Ist das Boot jetzt weg und der Schlüssel ist auch weg? Ich habe eben gar nicht nochmal geguckt. Könnte aber sein, dass hier wohl dann vielleicht ein Ruderboot steht, was ihr nehmen könnt. Und können dann hier auf diesen See und können dann mit dem Ruderboot fahren. Weil das drüben ist ja das Private, was wir gerade gesehen haben, wo einfach alles anliegt. Die ganzen Yachten, alles hin und her. Richtig brutal. Es ist irgendwie kalte Luft, es ist windig. Jetzt fehlt es natürlich wieder, dass 38 Grad im Schatten sind und so drücken, dass du einfach nur ins Wasser willst zum Abkühlen. Ansonsten plätschert es hier. Hörst auf jeden Fall Wasser und Steine. Guck dir die Steine an. Solche Steine habe ich noch nie gesehen. Dann nimmst du nicht sowas mit wie deine Urlaubsdose. Da ist leider. Erstens ist da lauter Rost Hallo. Und Schmodder dran, dann hat er eine ganz weiße Struktur. Und obendrauf ist er halt, haben sich lauter Pflanzen angesetzt und es ist halt so ein richtiger. Das siehst du, dass er ewig im Wasser gelegen hat. Und junge Dame, möchten Sie auch noch was sagen? Der Weird Queen, das sind Steine. Vielleicht hat er es selber gekriegt. So, nochmal zum Verständnis, ne, dass ihr das seht. Die Dame da oben, die kann schwimmen und ist nicht im Wasser. Aber die will nicht, weil sie keine Lust hat. Die Dame kann nicht schwimmen, ist aber im Wasser. Aber der Bull kann auch nicht schwimmen. Verrat doch nicht alles. Und ich kann auch nicht schwimmen, aber ich bin auch im Wasser. Denn ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und alles in die Augen, alles in die Nase. Ich sehe gar nichts mehr. Aber wir sind jetzt hier drin. Es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten, ne? Wir sind hier nah an diesem Steg einfach. Der Wasserball ist eh immer zu reingefallen. Und jetzt scheint auch auf einmal die Sonne. Die Sonne ist jetzt auch da und so kann man sich mal abkühlen. Jetzt noch ein gekühltes Getränk und ein Hamburger in der anderen Hand. Dann wäre das hier richtig optimal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Dreht sie wieder durch. So, nach einem erfolgreichen Tag im See, in der Bleilochsperre. Ne, wie heißt das? Bleilochtalsperre. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Guckt euch doch nochmal diesen schönen Ausblick an. Aus dem Fenster auf die Bleilochtalsperre. Überall sind Boote, Schiffe. Wir waren jetzt noch ganz kurz beim Subway, denn ich habe gedacht, ach komm, die Leute sagen immer, ach, das hätte ruhig länger gehen können. Wir waren jetzt kurz beim Subway. Bei uns gibt es schon seit 5 Jahren kein Subway mehr. Jetzt stehst du beim Subway und siehst, die haben da plötzlich irgendwelche Potato Crisps, Chicken Bites und Potato Bites. Irgendwas, das kenne ich gar nicht, was du so als Snacks dazu nehmen kannst. Ich habe mir jetzt mein Lieblingssub geholt, das ist das. Eigentlich Cheese Oregano Brot, hatten sie aber nicht mehr. Dann auf jeden Fall aber dieses, wie heißt das? Chili Beef and Cheese, genau. Der Name ist ja immer anders. Das hieß früher mal Steak and Cheese und Dings und Bums. Jetzt heißt es Philly Beef and Cheese. Alles drauf. Extra Jalapenos. Zweimal Soße.
Einmal mit dieser Chipotle South West und einmal mit der Hot Sauce, was ja wie Tabasco sein soll. Und plötzlich steht da was von Toppings. Bei den Toppings steht einfach Chili-Flocken dabei. Ich habe noch nie gesehen bei einem Subway, dass es Toppings gibt. Gleich auch dazu genommen. Das gibt's jetzt zu essen. Und Narad, möchte ich euch mal zeigen, was unsere Tradition im Urlaub sein soll, wie wir jeden Abend dann ausklingen lassen wollen. Denn dafür haben wir ja was vorbereitet. Und dann suchen wir uns noch eine Stelle und dann gucken wir mal, wo wir das machen. Und wie ihr seht, ich liege auf einem Liegestuhl. Und auf meinem Bauch sind hier diese Tapsies, ne? Die Tapsies habe ich jetzt hier gefunden. Und es war auf jeden Fall ein genialer Tag, kann man so sagen. Hat Spaß gemacht. Hier habe ich jetzt meine Sachen hingelegt. Da ist noch ein Stuhl. Da sind noch Stühle, Liegestühle. Marie, man sieht einen Bobs. Oh mein Gott. Pupsi sitzt. Wo ist er denn hin? Nein. Auf die Toilette, okay. Und jetzt hängt man hier so rum irgendwie und lässt dann den Abend ausklingen. Noch mit einem Feierabendsbierchen. Bebop, aber das gleich. Bebop. Kennt ihr Bebop? Übrigens, was ist euer Lieblings-Sub? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir hatten eben Thema Subway. Was ist euer Lieblings-Sub? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss jetzt einen Tapsi essen. Und dann warten, was jetzt mit den anderen beiden ist. So, jetzt sieht es, glaube ich, besser aus, ne? Weil man nicht mehr so weit hinten unten hängt. Jetzt sitzt man nämlich ein Stück weiter oben. Und jetzt theoretisch, um den Tag abzuschließen, sie trinkt hier Goldkrone Vanille, ne? Ich habe hier einen Bebop, ne? Pupsi ist schon wieder am Handy, guck. Hallo Pupsi, wo ist denn deine Flasche? Prost! Los Pupsi, Prost! Und dann würde ich sagen, war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Eure Mütze. So, bei uns ist jetzt der nächste Tag, ne? Wir sind wieder hier an unserer bekannten Stelle. Leider haben wir es jetzt gecheckt. Wir sind falsch. Dieser Bootssteg gehört ja doch zu uns. Wir haben nämlich einen Schlüssel, um durch das Tor zu kommen. Und dort ist auch ein Ruderboot. Und hier, weiß ich nicht, wofür das ist. Vielleicht einfach reinspringen, Körper, und dann ist vorbei. Da haben wir gestern ein bisschen geplanscht, ne? Da waren wir auch für uns. Und wir haben gestern ja das hier gefunden. Diese Hülle von einem Krebs. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Und jetzt im Wasser, Pupsi und Marie schreien da rum. Oh mein Gott, da haben wir das einfach gefunden. Guckt euch das an. Das ist auch aber nur eine Hülle. Das heißt, den könnt ihr theoretisch hier nehmen oder mal rumdrehen. Der hat hier hinten noch seine Beinchen, der hat hier seine Scherchen. Er hat sich irgendwie gehäutet, richtig genial. Und jetzt ist das, was übrig ist. Ein Flusskrebs, oder? Sagt man das so? Was man jetzt damit macht, weiß ich nicht. Er fliegt auf jeden Fall hier rum. Pupsi macht bestimmt gleich noch ein Bild. Sieht aus wie bei Alien, die Wiedergeburt. So, pass auf jetzt. Gestern stand man nämlich schon mal hier. Und ich habe gedacht, was ist das? Das ist aber richtig kerlig, aber das ist privat. Falsch! Wir haben ja extra noch einen Bootsschlüssel. Und er hat ja gesagt, ihr habt ein Ruderboot. Seit wann braucht man bei einem Ruderboot einen Schlüssel für einen Motor? Hat doch gar keinen. Der Schlüssel war dafür, dass man hier reinkommt. Jetzt hat ja gestern eine Kette gehangen. Ich habe mir so gedacht, ja, musst du aufschließen, dass du hier reinkommst. Hä, seit wann hat denn eine Kette ein Tor? Irgendwas ist auch Quatsch, ne? Komischerweise ist ja gestern das auch hier auf. Du kannst also plötzlich hier rein. Und hier seht ihr, hier steht einmal Steg für das Tor am Steg und einmal Kette vom Ruderboot. Deswegen laufen wir jetzt mal hier runter und zeigen euch mal den Steg. Das Steg, wie auch immer, das ist hier von Flock, ne? Und dann kommt noch mehr. Es ist überall. Ihr könnt euch auch hier hinsetzen, Bier trinken und gucken, wie sie das saufen. Ansonsten laufen wir jetzt mal hier runter. Hilfe! So, jetzt wird's kriminell. Guck mal, du bist viel näher dran. Die ganze Zeit war man da hinten. Hier ist es auch viel flacher. Hier ist es nicht so schräg am Ufer. Hier siehst du auch deutlicher das Wasser. Hier siehst du auch, dass du viel weiter reinlaufen kannst, dass viel mehr Platz ist. Hier überall nochmal Stegs und Boote. Hinten nochmal Bratwürste und da Stegs und überall. Und mit diesem Stegschlüssel werden wir jetzt diesen Steg hier entlang laufen. Ich habe halt übelst Schiss, ne? Deswegen laufen wir hier diesen Steg entlang, der die ganze Zeit rumkörpert, und können jetzt dieses Schloss aufmachen. Und dann können wir hier rein. Das sieht gut aus.
Das ist unser Ruderboot theoretisch, was wir haben. Da ist halt ein Schloss, das kannst du aufmachen. Ansonsten habt ihr hier noch so viele andere Boote. Ich laufe einfach mal kurz hier drüber, dass ihr das seht, wie die alle aussehen. Hier ist der Merlin, steht vorne drauf. Merlin. Hier ist Sansibar, ne? Sansibar. Hier ist Vico. Von den ersten habe ich gar nicht geguckt, was da dran steht. Vico ist am Start. Hier ist die Sommerliebe. Hier ist der schwarze Hai. Ihr seht, wir kommen immer weiter hinter. Es wird immer wackeliger. Hier ist, sieht aus wie ein Flapterix, genau. Flapterix ist auch am Start. Und dann steht ihr irgendwann hier am Ende. Und könnt euch den ganzen See angucken. Ganz da hinten sind übrigens die Zelte vom SMS Sommer, ach Sonne, Mond, Sterne Festival. Und hier geht ihr wieder zurück. Und hier will ich gleich noch was filmen für Pokémon. Ist auch alles abgedeckt. Ich glaube, in manchen von den Booten schlafen auch die Leute. El Sueno, hier hängt nämlich auf jeden Fall eine Badehose. Da haben bestimmt welche übernachtet. Die fahren tagsüber raus, die chillen dann hier. Hier ist alles zugang, Pupsi ist auch da. Hey Pupsi, ich dachte, du hast Angst und traust dich nicht. Ich hab auch Angst. Da ist die Stefanie. Vor allem hat mich jetzt irgendwas im Wasser gebissen hier, das brennt voll jetzt. Ich hatte was im Wasser, der tote Krebs bestimmt. Krabbis sind sehr brutal. Oder es war dieses Boot, da steht nämlich Scorpius dran. Das ist ein Skorpion. Das hatte ich im Wasser einfach angefahren und das ist nicht gemerkt. So, ob wir mit diesem Ruderboot irgendwann mal fahren oder nicht, weiß ich nicht. Sandra möchte eigentlich nicht, obwohl sie die Einzige ist, die schwimmen kann. Der Rest von uns kann nicht schwimmen. Aber irgendwie wird es ja fast dazugehören. Guckt euch das doch an, diese Kulisse. Wenn wir noch irgendwas Cooles entdecken, irgendein Restaurant oder sonst was, schneiden wir das bestimmt auch noch mit rein. Ansonsten, es wird schon wieder mega warm und das ist cool. Da kannst du dich wenigstens nachher abkühlen. So, ich hab's geschafft. Ich bin im Boot, im Ruderboot. Guck dir das an. Das ist das Ruderboot. Das ist das Ruder. Das ist mein Sitz. Hier kann ich mich anlehnen. Da sieht das richtig gut aus. Und da geht's aufs Weide Meer hinaus. Es ist immer noch ein See. Egal. Ich versuche mal Pupsi die Kamera zu geben, mich hier hinzusetzen. Und dann mal schauen, wie das aussieht, wenn der Ramses in dem Ruderboot sitzt. Das ist bestimmt noch eine richtig coole Szene. Und wenn das nicht angebunden wäre, wäre ich schon längst hingefallen. Ich schwöre. Hier ist aber schön, hier würde ich gerne wohnen, genau. So, wir stehen jetzt hier beim Märchenwald und da kommt der Märchenwald Express und holt gleich die Leute ab. Guck dir das an. Wo sind wir? Saalburg? Ja. Saalburg. Kennt ihr Saalburg, den Märchenwald? Märchenwald Express. Ich will das Schild noch filmen hier oben, dass man das auch sieht. Ich würde mich natürlich sehr gerne einfach bis hinten auf den letzten Platz setzen, aber ich weiß nicht, ob das klappt bei den anderen. Wir gucken mal kurz. Es ist sonst immer so gekünstelt und tote Hose. Hoppa! Ich glaube, wir sterben gleich alle. Mehr als 40 Märchen, die ich hier entdecken können. Viele Fahrgeschäfte zusätzlich. Unsere Gaststätte ist bis 17 Uhr geöffnet. Wer sich nicht auskennt, an der Kasse steigen Flyer, die Sie gerne mitnehmen können und nachschauen, damit Sie nichts verpassen. Ich versuche alle 20 Minuten wieder hier zu stehen und irgendwann können Sie wieder mit zurückfahren. Viel Spaß, ja. Bis später. Alle 20 Minuten, okay. Langsam. So, wenn das steht, krabbelt mal raus. Mal gucken, ob ich noch durch die Tür passe. Ich habe nämlich vorhin versucht, hier raus, hier durchzukommen und bin nicht durchgekommen. Jetzt funktioniert es natürlich. Das ist richtig genial. So, wir sind jetzt im Märchenwald in Saalburg angekommen und was es hier Tolles gibt, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Hier seht ihr vielleicht schon ein Einhorn, ein weißes Pferd mit einem Horn auf der Stirn. Sieht das nicht herrlich aus? Da sitzt auch eine Prinzessin drauf, wenn man das so sagen mag. Und ich habe schon was anderes entdeckt, und zwar ein Orakel. Da werde ich jetzt mal hingehen und 1 Euro einwerfen und gucken, was es mir verrät für meine Zukunft, sonst was. Das steht nämlich da drüben. Hier haben wir noch ein Pokémon gefunden, was es noch gar nicht gibt. Ich weiß nicht, welche Generation das ist. Und da fällt mir auf, sowas gibt es wirklich noch gar nicht, oder? Haben wir Tiger? Haben wir irgendwelche Tiger in Pokémon? Nein. Haben wir irgendwelche Geparden? Haben wir Jaguar-artige Wesen? Fällt mir nicht auf. Also sowas fehlt auf jeden Fall noch. Und hier ist ein Orakel, guckt euch das mal an. Da müsst ihr eure Hand reinstecken
1 Euro reinwerfen und dann erzählt er euch was, ne? Lege deine Hand in meinen Mund. Hab keine Hand. Warte auf meinen Orakel. Jetzt musst du hier die Hand reinstecken in den Mund. Und der fängt an, hier oben das auszulesen. Ihr seht da die Hand. Ihr seht die verschiedenen Lebenslinien sozusagen. Wir haben eine blaue, wir haben eine grüne, wir haben eine rote. Das sind verschiedene Zahlen, die ablaufen, die durchgerechnet werden. Und gleich kommt hier unten ein Zettel raus. Dann steht irgendwas drauf. Mal gucken, was sie mir jetzt verrät. Nimm mein Orakel drauf und bewahre ihn auf. Zack, nimm den Orakelzettel raus. Bocca della Verita. Manchmal fühlen sie sich faul, aber können das geschickt verbergen. Sie haben so eine perfekte Idee für das Glück, dass es schwierig für sie ist, dies zu erreichen. Ruhe und etwas Training sind der beste Weg, um Krankheiten zu vermeiden. Es scheint, dass alles besser wird in kurzer Zeit. Liebe 3 Punkte, Gesundheit 5 Punkte, Arbeit und Glück 6 Punkte. Glückszahlen 53, 59, 20, 08 und 05. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für 1 Euro, oder? So, hier haben wir viele wunderbare Dekos aufgebaut im Wald, nicht im Park, im Wald. Hier ist so ein Baum zum Beispiel mit dicken, fetten Lippen dran. Da oben sind ganz viele Störche drauf. In einem richtigen Nest, sieht auch richtig genial aus. Hier sind so viele Märchen aufgebaut. Fast jedes Märchen hat einen eigenen Pokestop oder ist ein eigener Pokestop. Hier haben wir der Wolf und die 7 Geißlein. Ihr könnt auch immer hier drücken, da wird euch immer die Geschichte vorgelesen, was das sein soll. Das sieht man ja, da hinten in der Ecke ist der Wolf. Falls ihr das seht, da ist der Wolf, da ist die Mutter von den Geißens, ne? Robert! Hänsel und Gretel, guckt euch die heftige Katze an auf der Schulter. Die sieht so brutal aus. Hänsel ist schon wieder eingesperrt. Brotkäppchen am Start. Da ist der Wolf im Bett, bewegt seinen Kopf hin und her, wartet schon auf das Rotkäppchen. Schneewittchen und die 7 Zwerge, die hier vorne sitzen und auch total lustig aussehen. Die Bremer Stadtmusikanten. Sehen wir hier hinten aufgebaut. Habt ihr den Esel, den Hund, die Katze und den Hahn. Hier oben hängt auch der Droschte. Da sitzen die Räuber. Was ist das? Eis? Heidelbeer, Vanille. Heidelbeereis, Vanille. Schneeweißchen und Rosenrot. Welche gefällt euch besser? Die kleine Blonde oder die große Schwarze, ne? Mit dem rosanen Kleid. Die sieht aus wie Cosma Schiefer Hagen. Die Tochter von der Nina Hagen. Nö, die Rote sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Noch brutaler ist nur der Bär im Hintergrund, der hier in der Mitte steht und richtig heftig aussieht. So, wir wollen jetzt ganz kurz was zum Mittag essen. Dann guckt euch mal diesen Mülleimer an. Dieser Clown, der sieht so genial aus. Der reißt sich das ganze Maul auf. Der hat tierisch Angst. Wovor hat er Angst? Natürlich vor der Teufelswurst mit Pommes. Was das ist, das will ich mir jetzt angucken. Ich denke mal, vielleicht so eine Art Currywurst. Nur noch schärfer, aber... Vielleicht ist es auch einfach nur, weil die schwarz ist. Im Endeffekt ist das was ganz Komisches, aber das gucken wir uns jetzt mal an. Teufelswurst im Märchenwald. Mann, jetzt habe ich schon Schiss gehabt, dass die Teufelswurst nicht mehr da ist, weil als wir drinnen angekommen sind, war alles durchgestrichen. Es gab aber immer noch Teufelswurst. Wir sind jetzt hier, wir sind hier oben. Guck mal, hier kannst du runter gucken, hier ist alles voll. Ein Spieleparadies, wo du dann halt hier dein ganzes Geld verklimpern kannst. Und das ist sie. Das ist die Teufelswurst. Wie gesagt, sieht einfach aus wie eine Currywurst, gibt ein gutes Weißmeiner dazu, ich glaube Weißmeiner schmeckt mir gar nicht, aber das probieren wir gleich. Aber dort an dem Tisch in der Sonne, weil das bestimmt noch nicht mehr so cool aussieht, weil es überbelichtet ist, habe ich es kurz mal hier abgefilmt. Mal gucken, ob die Teufelswurst was kann. So, hauen wir erstmal hier diese Pommes rein, die sind auf jeden Fall schön rot gewürzt. Mega knusprig, mega salzig, irgendwie richtig Paprikanote mit dran. Dieses Pommes-Paprika-Gewürz irgendwie. Für mich sogar ein bisschen zu salzig, richtig extrem salzig. Das würde den Ispo wahrscheinlich mega freuen, aber verdammt knusprig. Ganz klassisch essen wir hier mit diesem Spießer. Der Ramses ist der Spießer, der isst mit Spießer. Dieser Pommes-Spießer ist Tradition. Jetzt gehen wir mal richtig hier schön rein. Das sieht einfach aus wie eine Bockwurst. Probieren wir mal, gucken mal, wie das schmeckt und ob das scharf ist. Noch eins.
Schmeckt wie eine stinknormale Currywurst, aber schmeckt trotzdem verdammt gut von der Wurst her. Die Pommes sind immer noch viel zu salzig, so extrem. Pupsi, ich muss dir gleich mal eine Pommes andrehen, mal deine Meinung dazu. Insgesamt, wenn du natürlich Ketchup und Senf dazu und das alles gemischt, kommt das nicht mehr so extrem durch. Ist okay, aber beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger Salz an die Pommes. So, my name is Johnny Knoxville. Ach, I am Sir Ramses, meine ich. Und das ist die world's strongest Rutsche der Welt. Wir haben hier eine Rutsche gefunden. Da müsst ihr zwei Kissen rausnehmen, müsst ihr hochklettern, die Rutsche runter, in das Häuschen rein. Ich weiß gar nicht, ob das für Erwachsene ist, ob das für Kinder ist. Ich werde mir jetzt einfach mal zwei Kissen nehmen. Eins für den Po, eins für die Füße, weil ich mir denke, dass diese Gummilatschen vielleicht dann einfach Stress machen. Ihr seht schon, im Sitzen rutschen, nicht mit dem Kopf voran, nicht liegen. Ich hoffe, das ist hoch genug, dass ich da reinkomme. Wir müssen jetzt hier die Treppe hoch. Ich will mir das jetzt mal angucken von oben. Boah, ich war da noch nicht oben. Es war die ganze Zeit was los hier. Die ganze Zeit waren hier die Kinder, das Ding gerutscht. Ich setze mich jetzt mal drauf. Wenn ich merke, dass Platz ist für meinen Kopf, sodass er nicht während der Fahrt abgetrennt ist, versuche ich jetzt mal da runter zu rutschen. Guckt euch das an. Sieht das gut aus? Tun wir unser Kissen hier rein. Da geht's runter. Wir setzen uns jetzt hier drauf. So. Der Po sitzt. Wir sitzen. Wir rutschen jetzt vor. Versuchen einfach einmal hier runter zu kommen. Und wir haben es geschafft. Und sind unten angekommen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht sein sollte. Irgendwo habe ich alles verloren. Mein eines Kissen ist einfach weggeflogen. Die Mütze ist weggeflogen. Ich bin in Rückenlage gekommen. Ich bin hier wie ein nasser Sack einfach reingeflogen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. So, ich bin das zweite Mal oben. Ich werde mich wieder hinsetzen. Ich muss mal gucken. Ich habe eben Rückenlage bekommen, dass ich die Kamera auf mich richte. Mal schauen, wie es jetzt passt. Wenn wir so zusammenbleiben. Ich glaube, das war noch mehr Check ist als davor. Da oben kommst du auf jeden Fall runter. Und unten flackt dich das einfach nur komplett auf den Boden. Ich glaube, ich muss nochmal die Kamera hier hinstellen. Hoch. Und zeigen, wie es aussieht, wenn man hier unten ausgeworfen wird. So, ich renne jetzt hoch. Ich bin gleich wieder da. So, macht das nicht zu Hause da. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Zeig mal eine Handvoll. So, guck dir mal den Schlabber an. Naturin schon wieder dran. Und gleich die nächste. Nee. Da kommt der nächste. Was? Na? Und der hat gar nicht so viel Bock, guck. Der ist voll gemütlich und gechillt. Was ist denn los? Der andere hat voll weggeschnäppert. Das sind die Genießer, die lassen sich Zeit. Ne? Und schnüffeln in die Kamera. So, wir sind schon wieder auf Nahrungssuche. Wir sind nämlich jetzt hier bei Lottis Einkaufsmarkt. 24 Stunden geöffnet. Rund um die Uhr. Fleisch, Wurst, Getränke, Milchprodukte, Snacks, Bezahlung, Bar, Karte, Handy. Und wenn ihr reingeht, das ist nur so, sieht aus wie ein kleiner Imbiss. Wenn ihr von draußen guckt, das sieht aus wie ein kleiner Imbisswagen. Ach, eine kleine Imbissbude einfach. Und ihr könnt hier rund um die Uhr euch was zu trinken holen. Hier gibt es Dosenwurst, hier gibt es Milch, hier gibt es andere Wurst, hier gibt es Bratwürste. Ey, da kann man ja doch was kriegen. Verstehst du?
Hier gibt's Kaffee und Toast, sogar Golden Toast. Tomatensoße, Eier, alles hier. Wer das Original Karamell Popcorn, richtig klassisch. Und der erste Original Bierautomat mit Weldins, Lübzer Uhr, Köstritzer, Becks, Desperados Original, Krombacher, Gösser, Naturradler, Havanna Club, Kuban, Rum, Mixed with Cola, Faxe. Faxe für 4 Euro. Hier gibt's sogar Bombay Saphir Gin und Tonic. Überall, Alter, es gibt eine ganze Flasche Sky Wodka für 15 Euro. Ich werd bekloppt. Nicht, dass ich sowas trinke, aber ich finde es interessant, dass es das hier gibt. Das ist halt nicht das, was Pupsi gesucht hat, merke ich gerade. Die wollte nur was zum Einkaufen, weil sie noch ein paar Getränke möchte. Und ich glaube nicht, dass sie 15 Euro für eine Sky Wodka Flasche bezahlt. Deswegen, Fuchse, die kriegst du auch günstiger. Finde ich aber cool, dass es sowas gibt, habe ich noch nie gesehen. Und deswegen guckt euch die Katjes Grünohrbärchen an hier oben. Es spiegelt alles. Wenn man genau hinguckt, gibt es hier trotzdem eigentlich eine ganz coole Auswahl. Hier gibt es sogar Obst. Hier habt ihr kleine Zuckeraprikosen für zwischendurch zum Essen. Aber ich glaube, wir müssen wieder weg. Ja. Pupsi möchte nicht grillen. Nicht von hier. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal so einen Automat gecheckt habt. So, wir haben jetzt hier den kleinsten Edeka der Welt gefunden. Ist zwar irgendwie kein Edeka, aber irgendwie auch doch. Weiß ich nicht, steht am Einkaufswagen, aber nicht am Zentrum draußen dran. Und hier gibt's was, das habe ich noch nie gesehen. Guckt euch das mal an, als alter Pfeffi-Liebhaber. Gibt's hier limitiert von Nordbrand Pfefferminz Pfeffi Black. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Fuchs. Ein Fuchs, dem die Augen rausquillen, der eine Nase hat und alles. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Unheimlich gut. Mit Pfeffi Black zeigt sich unser Original Pfefferminzlikör von der dunklen Seite. Die limitierte Sonderedition lässt alle Herzen höher schlagen und sorgt für Gänsehaut bei allen Gruselfans. Leider steht da einfach nichts weiter dabei. Jetzt denke ich mir mal, das ist vielleicht einfach ganz normaler Pfeffi. Nur dass der halt ein anderes Design hat, aber einfach ganz normal nach Pfeffi schmeckt. Hätte ja sein können, der schmeckt nach Lakritz oder irgendwas. Pfefferminz und Lakritz gemischt, das wäre irgendwie auch richtig interessant. Ich glaube aber, das soll einfach nur gefärbt sein, schmeckt nach Pfeffi und ist was Besonderes. Den werde ich aber vielleicht trotzdem mal mitnehmen. Mal mit dem Hannes testen oder so. Wir sind ja eh gerade auf Getränkesuche, aber der wird nicht im Urlaub getrunken. Das ist zu brutal. Der ist für Hannes Black, Pfeffi Black für Hannes Black beim nächsten Besuch, beim Wrestlingabend oder so. So, ich habe jetzt also hier Proviant gekauft, also Getränke nochmal, war so warm. Wir wollen jetzt ans Wasser gehen auch. Die Spotlight-Stunde ist heute auch noch da. Mal gucken, die wollte ich vielleicht dann chillig am Wasser irgendwo verbringen. Und das haben wir jetzt eingekauft in diesem komischen Edeka-Sender, was kein Edeka-Sender war, aber es gibt gut und günstig Zitrone, also muss es ja doch ein Edeka-Sender gewesen sein. Gut und günstig Wasser und gut und günstig Cola-Mix, ich glaube, die habe ich noch nie probiert. Zwei Milchs, dann Bad Brambacher Gartenlimonade, Zitrone zweimal, Bad Brambacher Cola-Mix zweimal, Bad Brambacher Cola zweimal. Ach so, das ist Gartenlimonade Orange und das ist Zitrone. Dann Cola Mix, Bad Brambacher zweimal. Bad Brambacher Cola zweimal. Zweimal Booster Absolut Zero. Ne? Zweimal Booster Eis. Die müssen gleich ins Gefrierfach. Den Pfeffi Black haben wir mitgenommen. Muss für den Hannes Black, muss probieren. Und das, irgendwie kommt mir das bekannt vor, hier Springe. Wir waren irgendwo, ich weiß es ganz genau, da gab es Springe Cola mit dieser 9 oben und irgendjemand hat gemeint, das ist übelst die Marke, da gibt es ganz viele Sorten. Oder das ist einfach dieses billige Pendant wie Oster und Schwarzbach und sonst was, dass die diese verschiedenen Sachen haben. Hier ist auf jeden Fall einmal Jim Him dabei mit Himbeergeschmack und einmal Mandora Orangenlimonade. Das wäre was für Ramses Kitchen irgendwann mal. Und wir wollen jetzt wieder da raus ins Wasser rein, in den See plumsen. Ich habe eben ein bisschen die Spotlight-Stunde gestreamt. Wer die geguckt hat, die WhatsApp-Spotlight-Stunde. Wir haben einen riesengroßen toten Fisch gefunden in der Spotlight-Stunde. Haben den rübergeschleppt von einem Ufer zum nächsten zu Pupsi. Die hat sich total geekelt. Wir haben euch Krebs heute gezeigt in der Spotlight-Stunde. Irgendwie war das richtig toll, richtiges Urlaubsfeeling. Und jetzt ist auch das Wetter immer noch richtig stark. Wir haben diesmal nämlich den richtigen Steh gefunden.
dass man hier so liegen kann, die Beine hoch, auf dem Liegestuhl. Da ist der Bootssteg, guckt euch das an. Da sind die Kinders, ne? Da der Bootssteg, da drüben die Sonne. Das sieht einfach richtig herrlich aus. Dort waren vorhin auch Angler in der Nähe. Wir sind jetzt da den Rand immer entlang. Ich habe ein bisschen Schwimmen geübt mit Marie. Eigentlich sie mit mir, anstatt ich mit ihr, ne? Sie kann das besser als ich, ne? Drüben habe ich Leute gehört auf ihren Booten, die da auch geredet haben. Und das ist jetzt schön, wenn man aus dem Wasser rauskommt, könnte man sich hier auch einfach hinlegen und schauen, dass man von der Sonne jetzt getrocknet wird. Und dann irgendwann heim, aber man kann so gemütlich hier liegen. Das ist so entspannt gerade. Den ganzen Tag war es ja bewölkt, jetzt ist die Sonne da auch. Das Wasser ist auch richtig schön warm. Je weiter du da rüber kommst, desto wärmer wird es. Das ist jetzt, das ist richtiges Urlaubsfeeling. Ah. So, und jetzt ist mir eingefallen, wir können euch den Fischer eigentlich auch mal zeigen. Den haben wir eigentlich vorhin da hinten gefunden, wo wir das letzte Mal baden waren. Haben wir einen Fisch vorhin in der Spotlight-Stunde gefunden. Ich habe den hinten über den Wald rübergetragen, wieder hier runter. Habe den zu Pupsi gebracht. Wir haben ihn dann im Stream. Der sollte eigentlich weg. Guckt euch das an. Der sollte weg. Wir haben ihn dann einfach hier rüber ins Wasser geworfen. Und er ist schon wieder hier. Also der lebt halt nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso der tot ist. Ob der von den Angler ist oder sonst was oder hin und her. Ob der einfach gestorben ist, einfach so, aber keinen Bock mehr hatte. Aber guckt euch diesen Fisch an. Guckt euch das an, der riecht auch richtig pervers. Guckt euch das Maul an, diesen lang gezogenen Körper. Der ist richtig schön weiß. Der hat einen weißen Bauch. Hier unten könnt ihr reingucken, da sind die Kiemen. Oh, der sieht richtig pervers aus, aber wahrscheinlich ist das das, was so gut schmeckt. Huh? Dann hier oben nochmal, da seht ihr nochmal die Augen, der Schild. Hier habt ihr einen Barsch war, genau. Legen den jetzt mal kurz hier drauf. Guckt euch diesen Fisch an. Wenn ihr wisst, was das für ein Fisch ist, dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Er hat hier übelst. Ich habe noch nie einen Fisch so angefasst. Gerade hier die ganzen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, die ganzen, wie heißt das beim Fisch außen, so hart ist, Sprossen, Schuppen, einfach Schuppen, toll, hier die ganzen Schuppen, ne? Das ist, wirst du bekloppt hier, das einfach so, die Schuppen. Ich finde ihn trotzdem irgendwie sehr interessant. Das sieht für euch jetzt anders aus. Ich sehe das Schwarze hier noch in den Augen. Für euch kommt das jetzt nicht so weit durch. Der ist viel zu stark angeleuchtet. Ich würde ihn gern von der anderen Seite nochmal zeigen. Ich kann es mal da vorstellen nochmal, dass ihr das seht. Ich bin fasziniert von diesem Fisch. Und ansonsten weiß ich nicht, es sind überall Angler gewesen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was das für ein Fisch ist, schreibt's. Ja, er riecht bis dahin gut. Ja. Surströming. Ganz original. Surströming-Geruch. Ich will den jetzt mal hier liegen lassen, wenn wir morgen kommen. Mal gucken, ob der immer noch da ist. Oder ob da nur noch Reste da sind. Weil ich fühle mich komisch, wenn der hier im Wasser rumschwimmt die ganze Zeit. Hier sind ja doch mal Leute, die hier auf den Steg gehen oder hier kontrollieren und machen und tun. Vielleicht, wenn die den sehen, die wissen, was damit zu tun ist. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr den findet im Wasser neben euch? Hättet ihr den einfach drin gelassen? Hättet ihr den mitgenommen und gebraten? Hättet ihr den hergelegt in die pralle Sonne? Ist vielleicht auch nicht so gut. Aber die Sonne geht ja eh gleich unter und vielleicht wird sich morgen um den gekümmert. Ich meine, jede Hilfe kommt zu spät. Aber ich bin echt überfordert mit diesem Fisch. Der macht mich kaputt. So, nur als kurze Info. Zum Abendbrot gab es Spaghetti, ne, mit Käsesoße und Tomatensoße gemischt. Der Ramses hat gekocht und zwar Konfetti, genau. So sieht das aus. Das ist der Rest, den haue ich mir noch rein. Und dann gönne ich mir noch ein Feierabendsbierchen. Guck mal. Weil wir heute auch grillen wollen, denn bei uns ist heute der letzte Tag sozusagen, also der Mittwoch. Wir fahren am Donnerstag früh wieder nach Hause. Und weil wir heute grillen wollen, mussten wir jetzt mal in die Stadt fahren. Und in der Stadt haben wir gesehen, am Stadtrand, hier gibt es noch einen Sandstrand. Das, was uns die ganze Zeit eigentlich gefehlt hat, wo es nicht so steinig ist, wo halt Sand ist, wo du hier auch am Rand dein Zeugs hinlegen kannst. Kannst dann reingehen. Hier ist so eine große Fläche.
Die anderen ziehen sich gerade um. Da sieht man immer Leute, die ihre Boote da ins Wasser lassen. Hier war vorhin, da saß noch da welche. Hier lag einer die ganze Zeit komplett nackt mit Po. Und hier kannst du gemütlich reinlaufen. Stück für Stück. Das ist hier alles sandig am Rand. Dann wird es schön dreckig. Ne? Da drüben war ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff. Da konntest du eigentlich mitfahren. Das dauert eine Stunde, dann umkreist es hier das ganze Gebiet. Und wenn man mal Schuhe auszieht, kann man hier auch am Rand Fußabdrücke machen. Oder hier, du trittst hier rein mit deinem käsig weißen Fuß, gehst raus und hast dann hier Barmer Schuhe wie barfuß. Vielleicht geht das hier hinten ein bisschen besser noch. Schön reintreten. Guck mal, da ist der Schuh, so weiß hier der Fuß. Dann gehst du raus und dann hast du hier immer noch Barmer Schuhe wie barfuß. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, kannst du hier ein bisschen im Wasser rumplanschen und so. Dann kannst du reinlaufen, gucken, wie weit du kommst, bis du irgendwann rausgeschwemmt wirst. Wir können mal gucken, wie weit wir kommen. So, je weiter du reinläufst, desto kälter wird es natürlich. Wir sind jetzt hier gar nicht so weit drin. Also, es ist schon tief genug für mich. Also, wenn ich jetzt wegrutsche, dann liege ich in der Ecke und das war's. Wie gesagt, ich kann nicht schwimmen. Ich kann wirklich nicht schwimmen. Das ist kein Spaß. Und eigentlich müsste die Kamera sogar, wie heißt das, wasserdicht sein. Ich habe das noch nie wirklich ausgetestet. Ich habe das noch nie wirklich probiert, ob das wirklich so ist. Ich hätte es gern mal probiert. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir können ja mal kurz hier rein. Oder ich muss wieder ein Stück zurück. Wir können ja mal kurz hier rein tunken und gucken, was passiert, wenn ich euch mitnehme. Komm doch bis runter. Moment, ich muss es nochmal probieren. Ich bin komischerweise schwimme ich jetzt gefühlt oben. Müssen wir richtig rein. Also die läuft noch. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie läuft noch. Wir probieren es einfach noch ein drittes Mal zur Sicherheit mit einfach Anlauf und ich muss mir über die Nase zuhalten. So. Das sieht doch fast gut aus, das läuft nämlich immer noch. Und irgendwie, Pupsi und Marie sind immer noch am Umziehen. Wir wollen nämlich gleich auch noch in die Stadt. Wir wollen noch in die Stadt, wir wollen noch was hier fürs Mittagessen. Wir wollen irgendwo Mittagessen gehen, wir wollen Grillzeug kaufen. Wir wollen am letzten Abend mal grillen. Es ist saukalt hier vorne auf einmal an der Stelle. Die ganze Zeit war es warm. Hier hinten ist es saukalt. Ich habe keine Ahnung. So, das nenne ich Entspannung. Einfach im Wasser liegen. Einfach chillen. Und jetzt, wo ich weiß, dass die Kamera auch wasserdicht ist, hätte ich eigentlich viel mehr Möglichkeiten gehabt, auch in anderen Videos. Mal in so ein Dixie-Klo reintauchen oder so, das wäre bestimmt auch lustig. Die Sonne ist immer zu weg, wir sind immer zu Wolken am Himmel. So, wir wollten eigentlich was zum Mittagessen suchen, waren jetzt hier in der Stadt, in Schleiz, auf dem Marktplatz. Dann habe ich in einem Café gefragt, ob es irgendwas zum Mittag gibt. Das meiste war zu oder war halt, keine Ahnung, es durfte nichts Asiatisches sein. Der hat uns jetzt einen Dönermann empfohlen einfach. Also irgendwie, wenn gar nichts mehr geht, schickt man die Leute einfach zum Dönermann, denn der hat ja Döner, der hat Pizza, der hat Schnitzel, der hat eigentlich alles immer. Ich habe jetzt da einen gefunden, ich kann euch den Namen leider gar nicht mehr sagen. Da waren nämlich zwei an einer Ecke, der eine hieß Orient, da war man aber nett. Wir waren ein Stück weiter über die Kreuzung hin und ich habe den Namen nicht mehr. Der hat mir jetzt einen Döner gemacht für 5 Euro. Das hat wirklich 5 Euro noch gekostet. Ganz normale Preise. Mit Paprikasoße. Ich habe gesagt, extra scharf. Ich habe gesehen, die haben dort auch so Peperonis rumliegen und gefragt, ob er mir noch ein paar Peperonis mit drauf macht. Da hat er gesagt, ja, kein Problem. Hat jetzt also eigentlich hier einen Döner mit Paprikasoße extra scharf gemacht. Ich will jetzt einfach einmal reinbeißen. Das sieht halt aus wie ein normaler Döner. Der Orient wäre eigentlich eher gekommen, aber der Mann von dem Stadtcafé hat gesagt, er empfiehlt den anderen auf der anderen Straße. Eigentlich hätte man beide mal testen müssen, um zu sehen, warum der eine nicht empfohlen wird und der andere doch. Ich beiße jetzt einfach mal hier rein, guck mal, wie der schmeckt. Schmeckt recht frisch, ein bisschen fruchtig sogar. Ist übrigens Pudenfleisch. Konntest du nämlich auch auswählen, wurde es extra gefragt, ob du Pude oder Kalb möchtest. Habe ich bis jetzt so gut wie fast noch nie gehabt. Da steht bei den meisten immer Pudendöner oder Kalbsdöner. Aber du sagst immer, einen Döner zum Mitnehmen und dann machen die einfach irgendwas.
Der hat wenigstens gefragt, Bude oder Kalb, ne? Und welche Soße und hin und her. Also da wurde wenigstens nochmal dem Kunden auch aufgezeigt, dass es da einen Unterschied gibt. Schmeckt auch scharf, also ich merke wirklich, jetzt ein Brennen im Rachen. Ob das jetzt von der Soße kommt oder dem scharfen Gewürz oder von den Jalapenos, was ja glaube ich trotzdem einfach nur Peperonen sind. Ich finde, es schmeckt, es ist frisch, es ist jetzt schon ein bisschen weich, weil ich es jetzt überall rumgetragen habe. Ich versuche den jetzt zu essen und eigentlich wollten wir noch grillen gehen. Dafür noch einkaufen, muss ich mal gucken, ob wir das noch hinkriegen, denn ja, es eskaliert schon wieder alles. Aber ich guck mal, ich bin guter Dinge, dass wir uns irgendwie nochmal an den Grillplatz begeben, denn ich muss mich auch noch eintunken, ich bin schon wieder komplett heiß. Abkühlung muss sein. So, wir sind zurück in unserem Lieblingsgewässer und ich möchte euch nochmal einen super Trick zeigen. Das ist der Wasserball. Das ist Marie. Ne? Und guck mal, was der Ball kann. Den kann man so runterdrücken und dann macht er einfach diesen. Hoppa! Und dann ist er weg. Das war doch richtig genial. Wollen wir das nochmal machen? Ach ja, dann fang ihn doch. Gut, gut, gut. Und hoppa! Und dann spritzt er wieder raus. Willst du selbst mal runterdrücken? Das war nix, da muss noch mehr Kraft hier. Richtig schön. Mit beiden Händen bis unter das Wasser und dann schwupp und dann guck so. Und dann, wenn er ganz unten ist, einfach die Hand wegziehen. Hoppa! Und dann spritzt er hoch. So. Noch ein Stück und. Ich glaube. Ihr habt jetzt verstanden, wie es funktioniert, ne? Und zwar, hoppa! Ungefähr so. So, wir wollen natürlich an unserem letzten Abend auch mal diesen Grillplatz ausnutzen. Hab ja gesagt, es gibt einen großen Grill, den ihr dort vors Haus stellen könnt. Ihr könnt den kleinen hier mitnehmen. Wir haben den jetzt hier draufgestellt. Hier seht ihr so einen Holzstumpf. Da könnt ihr den draufstellen. Da kann er angezündet werden. Hier sitzt die Minibar zum Sitzen. Da stehen auch alle möglichen Getränke bereit. Zwei Dosen Booster, weil die habe ich ja gestern im Stream getrunken, am Dienstag zur Spotlight-Stunde. Und ich möchte auch heute in der Raid Mania zwei Dosen Booster. Hier ist der Grilltisch. Haben jetzt hier Schwenksteak, frische Hähnchen, Bruststeaks. Wir haben Bratwurst, der gute Pop, Walder Pops Gurkensalat extra für Bianca mitgenommen. Ketchup, Gäbelchen, ist nicht viel. Grillanzünder, ich habe noch nie mit Grillanzünder gearbeitet. Der muss irgendwie da drauf und dann Streichholz hinterher und dann. Ob das jetzt so funktioniert, gucke ich mir mal an. So, wie gesagt, ich habe noch nie mit Grillanzünder gearbeitet. Ich tue das jetzt einfach mal hier so drauf. Kurz einwirken lassen. Steht da. Ich weiß nicht, ob das zu viel war, ob das zu wenig war. Lass uns mal kurz einwirken. Haben wir hier ein Streichholz, versuchen das dann gleich da drauf zu schmeißen und gucken dann mal, was passiert. Oh mein Gott, das sieht schon gefährlich aus, denn ich muss es jetzt fix anschüren und dann muss ich in die Raid Mania rein und Pupsi versucht so lange die Würstel rumzudrehen oder ich nebenbei mal gucken, wie wir uns da reinteilen können, wie das passt. Nehmen es jetzt hier in die Hand, gehen wir da weg, nicht dass es, ich weiß nicht, was da passiert. Au, das war nix. So, probieren wir es nochmal. Gar nicht. Das war auch wieder nicht. Ja, du musst ich brauche mehr Hände einfach. Eins und zwei. So, das brennt doch jetzt ein bisschen. So, das muss ich jetzt hier auf die Kohlen verteilen. Das sieht schon fast gut aus. Verteilt sich das noch mehr? Das ist ja so genial. Ich glaube, ich muss mir auch Spiritus holen ab jetzt immer. Ich mache mal noch. Ah, ich brauche gar kein anderes. Pupsi, guck mal, Feuer. Ich habe Feuer gemacht. So, wir sind jetzt mitten in der Raid Mania. Stress pur. Da ist die Barbie. Da ist Ken. Hallo Ken. Da ist das Grillfleisch. Hier ist der Stream. Guckt euch das mal an. Das ist der Stream in der Raid Mania. Im Stream sieht man jetzt die Kamera. Und hier ist das Booster. Und das wird dann Vlog, ne? Das Booster muss ich mir jetzt aufmachen und dann trinke ich mir erstmal ein. So, die Raid Mania ist um, ne? Scorpions hat wieder alles abgerissen. Hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Zwischendurch auf dem Liegestuhl gelegen, hier Booster getrunken. Marie hat mit ihren Barbies gespielt. Barfuß mit ihren Barbies. Und
Pupsi hat gegrillt so lange. Guckt euch das mal an. Der kleine mopsige Grill. Hat sogar funktioniert. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt kann ich auch noch was essen, ne? Und Grüße an alle, die bei der Raidmania dabei waren und das ein bisschen mitverfolgt haben. Ich möchte schnell essen, weil unten stehen auch noch die Liegestühle und ich wollte auch noch mal kurz ins Wasser rein vielleicht. Obwohl es jetzt gar nicht mehr so warm ist, aber noch mal kurz eintunken muss auf jeden Fall sein. Von vorne nicht, gell? Von der Seite willst du eher. Toll, wenn ich mich jetzt bewege. Guck mal. Guck mal. So, das ist eine Katz, ne? Und wie jeden Abend lassen die Wollnys natürlich den Abend ausklingen mit einem Bebop. Ja, Wollnys laufen halt gerade oben. Ich habe das als Aufhänger genutzt. Nein, aber wir haben uns jeden Abend natürlich dann immer vor die Unterkunft gesetzt und einen Bebop getrunken und es ist sogar aufgegangen. Und Fred Fergel ist auch dabei. Hallo Pupsi. Warte mal, du wolltest Prost. Guck, Prost. Ist dir das jetzt peinlich, weil da Leute sind, ja? Hallo? Das sah aber süß aus. Das war eigentlich dann der ganze Vlog. Obwohl, nee, warte. Ich habe noch eine Ente gesehen, eine orange Ente, die muss ich morgen noch filmen. Das ist dann der Abschluss, denn das ist jetzt der letzte Abend. Toll, und jetzt sagst du das wieder so, morgen vergisst es und dann sagst du wieder, ich bin schuld. So ist es. So, passend zur Abreise, regnet es natürlich wieder. Das ist der letzte Tag, ich bringe jetzt gleich die Sachen ins Auto. Aber ein was wollte ich euch noch zeigen. Das ist dieser Kerl hier, dieser Rabe. Der ist einfach komplett orange. Der sieht richtig genial aus. Und vor allem ist der lose, die kannst du einfach rausnehmen. Guckt euch das mal an, wie der durch die Gegend fliegt, ne? Den würde ich so gern mitnehmen. Da klebt sogar noch ein Insekt unten dran. Aber nein, wir müssen ihn hier lassen. Wir müssen gucken. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann wieder. Taubsi! Ja, es ist keine Taube, ich weiß es selber. Ich bringe jetzt die Sachen ins Auto auf jeden Fall. Dann geht's heim und es regnet und es ist wunderbar, einen besseren Abschluss hätte es nicht geben können. Hier seht ihr noch das Horrorhaus, ne? Das nächste Mal frage ich Pupsi, ob wir vielleicht darin schlafen können. Da spukt's nämlich. Und ansonsten tut mir so mein Fuß weh, weil ich gestern am Ende so gegen den Fels gesemmelt bin unter Wasser. Hab mir den ganzen Fuß aufgeschnitten. Das tut jetzt einfach weh und ist aufgeschlitzt. Und jetzt entzündet sich's noch und dann, das war's. Keine Ramses-Videos mehr ohne Füße. Ich denke mal, das war's wirklich, oder? Vielleicht, wenn wir bei Adi ankommen, noch Adi filmen. Aber heute ist Donnerstag und ich bin erst Samstag bei ihm. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe, die Mama schafft das, ihm jeden Tag wenigstens ein Tütchen zu geben. Adi, Schatz, alles Gute. Kurzer Zwischenstopp nochmal. Wir sind jetzt in Meiningen angekommen, zumindest wieder. Also wir haben die Rückfahrt überstanden. Und ich habe mir noch hier jetzt, beziehungsweise Pupsi, nochmal einen Sub mitgenommen, weil bei uns gibt es einfach keinen Subway. Das war ein ganzes. Das ist nochmal so, wie wir es gestern hatten. Und wir haben den Raben mitgenommen. Guck mal, Taubsi. Der ist auch dabei. Seht ihr, wie orange der ist? Das ist der Bauch. Das sieht doch gut aus. Der Rabe ist dabei. Das Subway ist dabei. Jetzt fehlt nur noch Adi, Schatz. Wir sind jetzt angekommen zu Hause. Wir wollen jetzt mal gucken, ob der Adi uns auch schon erwartet. Das ist Pupsi. Och Mann, jetzt habe ich die Hand nicht. Guck, so. Tschüss, hat sie gemacht. Man kann es auch als Hallo interpretieren. Wir wollen jetzt mal uns hereinfuchsen. Mal Stück für Stück. Mal gucken, ob der Adi schon auf uns wartet. Jetzt war nochmal den anderen Schlüssel. Das Homecoming ist ja immer das Interessanteste, wenn du jetzt hier hochgehst, ob er überhaupt noch da ist, ob er alleine ist, ob er sich vermehrt hat. Adi, Schatz. Also er ist auf jeden Fall zu Hause. Jetzt müssen wir nochmal die Tür aufmachen. Da! Und er drückt sie wieder zu. Adi, du darfst dich nicht gegen die Tür drücken, dann geht die nicht auf. Adi, 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 Adi.
Adi, komm mal schnell rein, hier ist es hell. Adi, komm rein, hier ist es hell. Adi, Männchen, Adi hier? Adi hier? Ja! Adi, Schatz! Adi, nach mal oben. Ja! Feiner, feiner, fein. Adi. Jetzt bin ich umgefallen. Wo bist du? Wo bist du davon, da bist du? Ja, mein Kleiner. So. Für alle, die sich immer fragen, was der Adi so lange macht alleine. Die Mama kümmert sich immer. Die fährt immer extra in die Stadt mit ihrem Fahrrad, um ihnen dann immer was zu essen zu geben. Wie gesagt, einmal pro Tag muss reichen, dann muss er halt durch. Er hat ja noch 2 Näpfe mit Trockenfutter. Sie hat gesagt, sie ist manchmal auch nachmittags rein, hat mir was gegeben. Ist dann abends erst wieder heim und war dann 5-6 Stunden hier, sodass er 2-mal Nassfutter bekommen hat. Trotzdem fällt gar nicht auf, dass wir nicht da sind, weil er ja bespaßt wurde. Und er herrt sich auch wieder unglaublich, Adi. Ja, wir müssen dich mal wieder kämmen. Hier, ich muss mir die Bürste noch einmal holen. Bibi, Schatz, Bibi, Adi, Adi, Schatz, Bibi. Adi, magst du noch was sagen? Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Adi, Schatz. Genau. So, dann würde ich sagen, wir sind wieder angekommen. Das muss ich mir noch was denn hier angucken. So sieht eine zufriedene Katze aus, ne? Adi. Meins. Tschüss. Tschüss. Adi macht Tschüss. Tschüss. Ja, das sieht gut aus. Danke doch mal an Pupsi für den super Urlaub, dieses tolle Apartment, für das, für diese toten Fische im Wasser, diese super Boote, für den wackeligen Steg, für das Erlebte trotzdem. Es war nicht alles perfekt, aber es sind Erlebnisse gewesen, die man nicht vergisst, ne? Die wir auch ein Stück auf Video festgehalten haben. Es tut mir so leid, dass ich dich immer alleine lasse, so kleine Wurst. Das nächste Mal nehmen wir dich einfach mit ins Wasser rein und dann hat er gar keinen Fell mehr. Also, peace out. Vorhaut, wart ihr schon mal an der Bleiloch-Talsperre? Wart ihr schon mal in Schleiz? Kommt ihr aus Schleiz? Kommt ihr aus Saalburg? Kommt ihr aus Plauen? Alles da in der Nähe irgendwo? Und wann wart ihr das letzte Mal beim Subway? Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. 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 So, und das soll noch fürs Outro sein vielleicht, wenn alles vorbei ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich komme darauf nicht klar. Das Wasser ist mir einfach zu viel. Da